Wenn du noch nie mit einer Tüte Yum-Yum auf dem Pausenhof gelümmelt und den Kram roh in dich einverleibt hast, während dabei regelmäßig ein Hannes mit offener Handfläche neben dir gespawnt ist... Kann ich auch hineinnudeln? Dann bist du wohl noch nie zur Schule gegangen und ich würde dir definitiv ein paar Abendkurse empfehlen. Das Video hier soll übrigens auch keine Debatte eröffnen, ob die Bezeichnung China-Nudeln aus meiner Kindheit heutzutage in irgendeiner Form politisch inkorrekt ist. Bei Beschwerden jeglicher Art könnt ihr euch gerne an diese E-Mail-Adresse hier wenden. Der verantwortliche Sachbearbeiter Berbert hat im Regelfall eine Bearbeitungs... Scheiße. In Retroperspektive gab's echt nicht allzu viel, was ich im Nachhinein als ikonischen Bestandteil meiner Kindheit bezeichnen würde. Es gab Gogos, was kleine weirde Plastikfigürchen gewesen sind, die unsere Grundschule aus irgendeinem Grund kistenweise in so einem Raum hatte, in welchem Leute auch nachsitzen mussten. Es versteht sich da irgendwie auch von selbst, dass ich nach jeder Nachsitz-Session mit einem Rucksack voller Gogos den Raum verließ. Und wenn ich dann gepackt wurde, musste ich noch mehr nachsitzen und hatte dann noch mehr Gogos. Es gab Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten. Zeit für ein die ich selbst immer nie besaß, weil bei mir zu Hause der Sinn nicht vermittelt werden konnte, echtes Geld für zurechtgeschnittene Pappstückchen auszugeben. Und ich weiß auch nicht, wie ich damals immer so verdammt schnell gebastelt wurde, wenn ich mir dann mal so ein Dutzend Pokémon-Karten von einem Kumpel gekauft habe. Hallo, hast du Pokémon-Karten gekauft? Und es gab Yum-Yum-Nudeln. Ich meine, wir können uns auch heute über den Togo-Werbeblock von 2004 unterhalten. Mit dem Terrain-Twister zerf***st du den Garten deiner Eltern und sie können nichts dagegen tun. Durch die Turbo-Bandwurm-Technologie wird aus jedem Untergrund ein ganz persönliches Schlachtfeld. Zeig dir jetzt die Kreditkartendaten deiner Mutter von Taiko RC. Nee, heute geht's um Yum-Yum-Nudeln. Und falls du die letzten 20 Jahre hinterm Mond gelebt hast, Yum-Yum-Nudeln sind basically einfache Instant-Nudeln, die du normalerweise zu kochen hast und mit dem beigefügten Tütenöl und Pulver mischt. Und etwas über die Historie dieser Dinge herauszufinden, ist tatsächlich gar nicht so einfach. Entgegen unserer damaligen umgangssprachlichen Bezeichnung China-Nudeln kommen Yum-Yum-Nudeln aus Thailand. Die offizielle Webseite möchte direkt aufklären, why we are delicious in this company. Und wenn du dann auf more klicken möchtest, scrollt die Seite einfach nur hoch. Warum? Ich möchte jetzt bitte more herausfinden. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass Yum-Yum gar nicht will, dass man etwas über ihre Geschichte erfährt. Wenn ich jetzt aber oben in die Leiste About Us eingebe, dann scheint da tatsächlich was zu laden. Was haben wir da? Yum-Yum ist laut eigener Aussage Marktführer bei Instant-Nudeln und verschallert ihre Nudeln in über 60 Länder auf der Welt. Den Laden gibt's scheinbar seit 1971, ist ein Jahr länger als es meine Mutter gibt. Was steht denn hier so? Yum-Yum macht den Unterschied, indem es echte Zutaten als Hauptzutat verwendet. Verstehe ich nicht. Was ist denn hier die Hauptzutat und was eine Nebenzutat? Hey, alles gut, ich mach das hier zu Ende. Ist die Hauptzutat der Teig und der Rest ist alles irgendwie nur eine Überraschung oder was? Was ist denn da überhaupt alles drinne? Und warum habt ihr hier vergessen, die Stockbilder auszutauschen? Aber was ist denn da überhaupt alles drinne? Weizenmehl? Der Caps Lock weist hier wohl auf die natürliche Zutat hin. Palmöl ist ein problematisches Thema, da für den Anbau von Palmöl sehr viel Regenwald gerodet wird. Aber hey, der BIM steckt in jedem zweiten Supermarktprodukt. Hühnerfleischaroma kann synthetisch, aber auch ziemlich eklig aus Schlachtabfällen gewonnen werden. Was bei Yum-Yum der Case ist, weiß ich jetzt nicht. Salz, Salat, Zucker, Gewürze und... Dicke E-Stoff-Bingo. Der Terriers-Blüte... Ich glaube, ich lasse das lieber. Ich will hier auch nicht allzu tief in die E-Stoff-Materie gehen. Dafür bin ich einfach nicht qualifiziert genug. E-Stoffe sind Zusatzstoffe, die von der Europäischen Union als approved gelistet werden, was nicht heißt, dass die Teile keinen schlechten Ruf haben und dich beim regelmäßigen Verzehr nicht gesundheitlich beeinträchtigen können. Von den 11 E-Nummern, die eine Hühner-Yum-Yum-Tüte mit sich führt, gelten 4 Nummern als gesundheitlich nicht unbedenklich. Und ich wiederhole, das bedeutet nicht, dass du beim Yum-Yum-Futtern draufgehen wirst oder zwangsläufig eine Woche auf der Schüssel verbringen musst, sondern dass beim übermäßigen Verzehr der Kram einfach nicht gut für dich ist. Aber das sind Wassermelonen auch nicht, wenn du 17 Stück davon auf einmal isst. Okay, zurück zu Anekdoten. Ich habe das Gefühl, das Video wird heute ein bisschen mittelmäßig hier. Und einmal kurz die Info zwischendurch unten bei den Kommentaren bei kein Gewinnspiel mitzumachen, weil das sind höchstwahrscheinlich alle Scammer. Auf dem Pausenhof war ich tatsächlich eher der Bub, der bei anderen versucht hat, Yum-Yum zu schnorren, weil ich selbst nie welches hatte. Wenn ich aber einmal die Woche bei meinen Großeltern übernachtet habe, gab es immer das kleine Highlight, dass meine Oma und ich zum Kiosk nebenan gelaufen sind, damit ich mir eine Packung kaufen durfte, die ich dann auf dem Rückweg in mich hineingekrümelt habe. Meine brutalste Yum-Yum-Erfahrung war, als mein Kumpel Medizin Martin und ich auf einer Kanutour gewesen sind und ich mich eine Woche ausschließlich von Yum-Yum-Nudeln ernährt habe. Es wundert mich auch hier nicht mehr, warum ich über die gesamte Tour damals schlecht gelaunt gewesen bin und irgendeinen random Typen auf einem Parkplatz gedroht habe, ihn mit meinem Paddel umzuhauen. Der Kram hat halt überhaupt keine Nährstoffe, die so ein Körper braucht. Ich meine, ich hätte auch genauso gut eine Woche lang Gras essen können und das hätte wahrscheinlich sogar noch weniger E-Stoffe gehabt. Als Teenager habe ich dann mal in einem Forum gelesen, dass der rohe Verzehr von Yum-Yum-Nudeln so dermaßen schädlich sein soll, dass, ich zitiere jetzt aus dem Kopf, eine Substanz in deinem Magen geformt wird, die härter ist als Diamant und die du dann nicht mehr aus dir rausbekommst. Härter als Diamant. Und dreimal darfst du raten, ob ich das dann geglaubt und im Anschluss die Finger von gelassen habe. Ja. Okay.
Moment, wie isst man den Bims überhaupt roh? Ganz einfach. Step 1. Hol dir eine Tüte Yum-Yum, zum Beispiel mit Beef-Geschmack. Step 2. Crushe den Inhalt wie deine Feinde, aber ohne dabei die Tüte zu beschädigen. Step 3. Kippe das Gewürzpulver richtig dosiert in die Tüte. Das Öl brauchst du in diesem Fall nicht. Step 4. Shake, 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 shake your noodles. Und Step 5. Finde heraus, wer wirklich dein Kumpel ist und wer nur an deiner Nudel interessiert ist. Hast du meine Nudel? Empfehlenswert wäre es übrigens, den Bims zu kochen und dann mit echten Lebensmitteln wie Lauch oder Champignons zu verfeinern. Oder man fixt mit dem Zeug einfach seine Kloschüssel. Ist alles möglich. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, ihr Gurken. Habt euch lieb, euer Plankton.